Der kastrierte Kater oder ein kurzer Business Talk. Mit wenig Aufwand schöne Resultate zu erreichen, diesen Flow, diesen Fluss wiederherzustellen. Einfach zauberhaft. Mit wenig Input schöne, herrliche Resultate zu erzielen und bei den Menschen zu erkennen, wenn es ihnen dann gut geht, wenn sie Freude haben, wenn sie Spaß haben, wenn sie in ihren Schuhen sind und einfach schöne Resultate einfahren. Das ist für mich Business und das liebe ich. Der kastrierte Kater. Und so hat mir vor kurzem ein Unternehmer erzählt, ich habe jetzt meinen Berater rausgeworfen, denn Berater sind für mich wie kastrierte Kater. Sie reden gescheit daher und wenn es darauf ankommt, sind sie nicht dabei. Wenn es darauf ankommt, sind sie nicht da. Ja, so kann man es auch sagen. Vielleicht gibt es viele davon. Kann sein, ja. Ich bin froh, dass ich kein kastrierter Kater bin, denn ich bin nur dann dabei, wenn es um viel geht, wenn es Spaß macht, wenn man viel bewegen kann, wenn man ja diesen Fluss herstellen kann. Und wenn du vielleicht aktuell nicht in einer Phase bist, wo es dir gut geht, wo es einfach gut fließt, dann gib nicht auf. Schau, wohin führt dich dein Herz, wohin zieht es dich? Folge deinem Herzen und sehe immer Möglichkeiten. Wisse immer, es gibt immer Chancen und Möglichkeiten. Und wenn die Situation noch so schwierig ist, es gibt immer Wege und Möglichkeiten. Bleib dran. Und dann wirst du auch merken und erkennen, auf einmal gehen die Türen wieder auf. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati!